Moin Leute, der gute Fox hinband ist auf mich zugekommen und meinte so, sag mal Luki, ich habe hier noch so ein Belzebub rumliegen. Willst du den nicht mal austesten? Vielleicht könntest du ja da mal so ein bisschen probieren, ob man den irgendwie nutzen kann, weil er weiß nicht, wie man ihn nutzt. Ja, dann dachte ich mir, okay, probier ich mal mein Glück und wir schauen uns heute mal an, wie ich vielleicht den Belzebub hier einsetzen würde. So, bevor wir uns jetzt das Ganze angucken, wie man ihn jetzt einsetzt, schauen wir nochmal kurz auf die Fähigkeiten, damit man so grundlegend versteht, wie er funktioniert. Vor allem ist hier der Passiv wichtig, ist eigentlich das Wichtigste. Zum einen, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn er jemanden tötet und ein Verbündeter quasi auch schon tot ist, dann sorgt das dafür, dass der Verbündete wiederbelebt wird. Und wenn wieder mehrere Verbündete tot sind, dann wird einer von denen zufällig wiederbelebt. Und wenn alle am Leben sind, macht das Ganze quasi gar nichts. Ja, also ist auch ein bisschen schade, also gerade wenn alle einfach am Leben sind, dass Belzebub dann einfach gar nichts macht mit seinem Passiv, hat er quasi keine dritte Fähigkeit. Allerdings, wenn ein anderer Verbündeter stirbt, während er tot ist, sorgt das dafür, dass er wiederkommt und dann steht hier, wirst du mit wenig HP, was quasi 1 HP ist, und 100% Angriffsbalken wiederbelebt. Klingt auf dem Papier erstmal toll. Das Problem ist allerdings, dass 100% Angriffsbalken nicht bedeutet, dass er sofort eine Runde bekommt, sondern wenn andere Leute einfach noch, sag ich mal, einen Vioproc bekommen oder solche Geschichten noch vorher, dann ja, ist er einfach, dann steht er einfach da mit seinem 1 HP und wird einfach mit der Auto-Attack fertig gemacht und ist tot und sein Passiv ist dann auf Cooldown 5 Runden und er macht quasi gar nichts. Das kann auch passieren. Wir werden das gleich nochmal sehen, wenn ich die RTA-Replays euch zeige, wo ich schon ein paar Sachen aufgenommen habe mit dem Kollegen und ihr werdet sehen, die Stärken und die Schwächen von Belzebub und vor allem hat er letzteres sehr stark, finde ich persönlich, wenn ich dazu teste, nämlich die Schwächen. Was wieder richtig gut ist, ist die zweite Fähigkeit. Je weniger Leben der Kollege hat, umso mehr Schaden macht die zweite Fähigkeit, weil sie Defense ignoriert. Aus meiner Sicht, wenn ich so vom Champion-Design oder vom Monster-Design so sehe, müsste die erste Fähigkeit sowas in der Richtung auch machen. Verstehe mich nicht falsch, die erste Fähigkeit macht ein bisschen Schaden, ja, durchaus. Allerdings irgendwie, gerade weil das gesamte Kit von Belzebub irgendwie um diese Lebens- oder um diese Todesschwelle drumherum spielt, dass er kurz vorm Tod richtig viel Schaden auspacken kann, muss die erste Fähigkeit auch irgendwas in der Richtung machen oder er darf nicht so schnell sterben können. Und wir werden das gleich nochmal sehen, wenn ich euch zeige, wie man ihn einsetzt. Ja, ansonsten ist er natürlich mit seiner Attack Lead ein sehr guter Attack Leader für die Arena und ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort. Da gehen wir doch mal rein und zeige euch mal, wie ich den persönlich in der Arena nutzen würde, wenn man ihn überhaupt dort nutzt. Wo kann man Belzebub jetzt einsetzen deswegen? Also gerade wegen seiner Arena-Lead mit 44% Angriffskraft, ist natürlich ein super Lead. Sowas haben nicht viele Monster. Deswegen würde ich ihn vor allem dort als Arena-Leader nutzen. Allerdings nicht wegen seinen restlichen Fähigkeiten, sondern nur wegen seiner Angriffskraft-Lead. Und dann spielt ihr ihn so, ihr wundert euch nicht, ich habe das jetzt so gebaut, weil auf dem Account kein Bernard oder irgendwas geruht ist. Ihr spielt ihn dann quasi gegen eine Comp, meistens gegen so eine Bruiser-Comps, wo ihr wisst, ihr outspeedet sowieso, ja. Und dann sorgt ihr dafür, dass vor allem ihr outspeedet, dass ihr Lucian dann, möglichst einen Fett-Lucian, also der hat auch noch viel zu viel Speed, viel mehr, der bräuchte noch viel mehr für einen Fett-Lucian, wenn man ihn so nutzt. Vielleicht nutzt der Kollege den hier einfach anders. Aber so würde ich den quasi spielen. Wir können den ja mal testen und hoffentlich kriegen wir die hier geknackt mit dem Lucian und vielleicht sehen wir ja auch noch das ein oder andere Belzebub-Manöver. Mal gucken. So, da sind wir drin. Wir outspeeden. Das war auch das Ziel. Orion macht jetzt einfach seine Attack-Bar-Boost. Deswegen habe ich ihn einfach nur mit. Jetzt geben wir die Runde zu Lucian und der kriegt jetzt instant den Turn und hoffentlich Lucian der jetzt alles weg. Wenn nicht, dann fehlen hier so ein bisschen Ruhen. Oh mein Gott. Und wir müssen jetzt unbedingt den Ariel töten. Ist eigentlich scheißegal, wen wir töten, weil Praha wird gleich dasselbe machen. Aber Ariel muss hier raus, sonst wird Ariel ganz schwierig. Okay. So, wir sleepen jetzt erstmal alle. Okay, das ist natürlich Worst Case, also der Lucian ist noch deutlich zu wenig Damage. Allerdings, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Vielleicht sehen wir aber jetzt dadurch, durch den Skogul Rock gleich ein bisschen Dämon-Replay. Auch wenn das natürlich nicht gewollt ist. Normalerweise wollt ihr, wenn ihr in der Arena seid, so schnell wie möglich hier fertig werden und nicht irgendwie lange mit dem Dämon rumspielen. Deswegen versuchen wir jetzt hier einfach nochmal die Kollegin hier aus dem Leben zu holen und jetzt mal gucken, wenn der Rock gleich reinkommt, zack, okay, dann können wir vielleicht jetzt eventuell ein bisschen sehen, also der hat jetzt halb HP, ob wir vielleicht den Kuma hier aus dem Leben kriegen mit der zweiten Fähigkeit, hat teilweise Defense Ignore, aber das reicht nicht aus, okay. Ja, wenn wir jetzt, ich glaube, wenn wir jetzt jemanden getötet hätten,
dann wäre zumindest unser Verbündeter wieder gekommen. Da ist er. Ja, so funktioniert quasi der Belzebub passiv. Ihr seht so ein bisschen, ist natürlich jetzt alles so ein bisschen accidentally, ne? Also normalerweise wollt ihr den anders nutzen. Normalerweise sollte Lucian hier sofort one-hitten. Aber gerade wenn Belzebub sozusagen low HP ist, macht die zweite Fähigkeit halt sehr viel Sinn. Allerdings, so wie jetzt, wenn die zweite Fähigkeit gerade nicht ab ist, dann streichelt Belzebub meistens die Gegner. Man muss dazu sagen, der Belzebub, der hier geruhnt wurde, ist auf Speed, Crit Damage und Attack. Was nicht so viel Schaden macht, da würde ich ihn wahrscheinlich eher auf Attack, Crit Damage, Attack machen, weil ihr wollt so viel Schaden wie möglich machen. Für was anderes, glaube ich, ist Belzebub einfach nicht gut genug. So, aber neben der Arena kann man den vielleicht ja auch in der Weltarena testen. Wir gucken dann mal. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe hier schon 19 Wings gespielt auf dem Account. Leider ist mir so ein bisschen der Ton hops gegangen bei dem Ganzen. Also irgendwie hat da mein Tonprogramm irgendwie ein bisschen komische Sachen gemacht und den Ton nicht mitgeschnitten. Allerdings das Footage, sodass wir uns jetzt gleich nochmal die Arena-Replays, die ich so aufgenommen habe, nochmal angucken mit meinen Nachkommentierungen sozusagen. Das fällt euch quasi gar nicht auf. Wir gucken vielleicht nochmal vorher so ein bisschen drauf, was habe ich hier eigentlich gebaut? Ich habe ihn versucht, in das Slowcleave einzubauen, weil ich mir so dachte, gut, damit er irgendwie Schaden macht, gerade mit seiner zweiten Fähigkeit, muss er ja low HP fallen. Das heißt, wir wollen ihn wahrscheinlich in so einer Kombination spielen, wo er erst in der zweiten Runde dran ist. Und dann müssen wir die Finger kreuzen, dass der Gegner nicht weiß, wie Belzebub funktioniert, weil wenn der Gegner smart ist, dann tötet er einfach alle anderen meiner Verbündeten weg und am Ende lässt er Belzebub nur noch stehen, tötet ihn auch noch weg und dann macht er quasi gar nichts, ja, weil wir sind ja immer davon abhängig sozusagen, dass ein Verbündeter stirbt, während er tot ist, und wenn aber er noch am Leben ist und alle vor ihm sterben, passiert quasi auch nichts, ne, wieder keine dritte Fähigkeit, und wenn er dann nicht low HP fällt irgendwie, dann kann er auch nicht so viel Defense ignorieren. Es ist schwierig, was ich euch damit sagen will. Wir versuchen ihn hier auf einer Slowcleave zu bauen. Ich habe den mittlerweile im Laufe des Rumgespieles habe ich ihn auf Vampir gebaut gehabt. Ja, also der war auf Vampir-Wille ursprünglich und habe da auch ein paar Tests mitgemacht, werdet ihr gleich sehen. Und dann habe ich jetzt umgestellt, weil ich mir so dachte, na, vielleicht kriegen wir den Angriffsbalken noch mal ein bisschen mehr ins Spiel mit Nemesis, aber leider ist das auf dem Account nicht so richtig möglich, weil die Nemesis-Runen nicht da sind, die kriegt ihr nicht schneller, so dass er trotzdem immer noch irgendwie Schaden drückt, ja. War so meine Idee. Ihr werdet sehen, wie das funktioniert, ob gut oder schlecht. Das werden wir gleich nochmal uns anschauen. Ja, und ansonsten habe ich halt versucht, generell 3 AOE-Stripper reinzuholen. Einmal Chivu, einmal Clara und einmal Ken. Wobei ich Ken quasi nie nutze. Ja, eher nur Chivu und Clara. Eigentlich nur Chivu, werdet ihr gleich sehen. Und dann spiele ich so ein bisschen um Kaki, Annabelle und Belenus drumherum. Ab und zu auch nochmal Edna. Und die sind alle auf Wille und ab und zu auch auf Shield Will. Je nachdem, ob es noch mit Shield-Sets geklappt hat auf dem Account. Die waren auch nicht immer so verfügbar. Ja, ist immer schwierig. Viele Leute, die Arena-Fives haben, haben meistens leider keine Runen, dass man die vielleicht mehr testen kann. Also, ja, das war wirklich für mich persönlich, zumindest was so eine Slowcleave anging, schwierig, diese neuen Monster überhaupt zu ruhen. Ja, also das ist schon schwierig, dass ich überhaupt ein Team aus 9 Monstern ruhen will. Vielleicht hätte ich auch weniger Monster ruhen können, ja, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, nicht, dass mir jemand, ich habe es schon öfter erlebt, dass mir jemand Kaki beispielsweise rausgebannt hat und dann steht denn da, weil er keinen zweiten Damage-Dealer ist, dann auch schwierig. So machen wir das jetzt. Wir gucken uns jetzt quasi aus diesen Team-Kombinationen zusammen an, wie das Ganze funktioniert, und ich würde sagen, wir springen rein. So, das erste Match, wo wir den Dämon hier mal sozusagen in Aktion gesehen haben, ist gegen eine Kinky. Ja, also gegen Kinky Team generell sind wir hier im Fighter 3 Bereich, Leute, also erwartet nicht die typischen Meta-Teams, ja. Die Runen sind hier auch auf dem Kollegen nicht so der überste Wahnsinn, und ich kann euch sagen, vielleicht werden wir dem einen oder anderen Replay nicht unbedingt ein Belzebub-Solo sehen, sondern eventuell gibt es da so einen Onimusha in Feuer, Klingschlachtung, der vielleicht die Leute dann viel eher rausholt aus dem Leben. Allerdings hier war der Test, ob wir Kinky kriegen, und selbst dafür, für Kinky hat es ja an der Stelle nicht gereicht, wobei es auch mal schwierig ist mit Kinky. Aber für den ersten Gegner reicht das hier ganz gut. Wir haben allerdings von dem Dämon jetzt so, wenn alle am Leben sind, wenig gesehen. Also der Dämon ist schon darauf ausgerichtet, dass irgendwas stirbt, ansonsten und dass er vielleicht low HP fällt, ansonsten wird es schwierig.
In unserem zweiten Match im Bunde haben wir wieder auf Shield Will das Ganze gestellt. Ne? Wir sind ja auf einer Shield Will Cleave unterwegs und werden jetzt hier in dem Replay gleich was beobachten, wo man sieht, warum sein Passiv vielleicht nicht so stark ist. Ja, erstmal schon mal ganz, ganz gut an sich. Okay, er ist erstmal low HP. Leider ist er jetzt sofort gestorben. Also vielleicht muss man hier auch noch irgendwas einbauen, dass er vielleicht auch sowas wie Endure bekommt. Ich glaube, dem Belzebub würde sowas wie Endure richtig gut tun. Ne? Wenn der einfach künstlich auf 1 HP gehalten werden kann, wäre das schon ziemlich, ziemlich gut, um einfach noch mehr Schaden rauszudrücken. Allerdings werden wir jetzt gleich sehen, wir werden jetzt noch eine Runde weiterspielen. Eventuell haben meine Monster auch ein bisschen Bock noch, was Vio, glaube ich, angeht. Ich glaube, der Belzebub, der Belenus wird noch jemanden rauskleppen. Und wenn er jemanden rauskleppt, passiert hier an der Stelle gar nichts, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also vielleicht wäre auch eine Idee, dass wenn Belzebub tot ist und auch beim Gegner jemand stirbt, dass er vielleicht dann auch wiederkommt. So eine Idee würde es ja auch geben. Ich schmeiße jetzt ja einfach schon mal random Ideen rein, weil ich nicht den Eindruck habe, dass Belzebub gleich irgendwas macht. Jetzt werden wir gleich sehen, wenn Belenus stirbt, also es ist auch nicht, ne, wenn Belenus jetzt stirbt, zack, dann kommt der Belzebub wieder und ich stopp mal an der Stelle. Und jetzt würde man ja denken, ja, 100% attackbar, wunderbar, dann move da doch als nächstes. Ja, Pustekuchen. Jetzt ist erstmal die Bassette dran, die gibt ihm einfach nur einen mit und ja, Belzebub ist raus und jetzt hat er 5 Runden Cooldown. Ne? Jetzt hat er 5 Runden Cooldown und Thema ist durch. Also, das ist euer Edenet 5. Imagine, du kriegst eine Edenet 5 und das ist Belzebub. Also da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Jetzt, ich glaube, die restliche Story ist schnell erzählt. Ne? Kaki wird uns jetzt hier wahrscheinlich solo machen. Außer ich mache jetzt hier noch irgendwas Spannendes eventuell. Kaki? Ja, ich glaube, Kaki holt jetzt meine Edna raus. Und ich glaube, ja, das können wir jetzt an der Stelle auch abbrechen. Ihr werdet sehen, dass Kaki das Ganze hier gleich finishen wird, logischerweise. Visa Anna werdet noch gegen Shields und all sowas gewinnen. Ich würde sagen, wir springen einfach ins nächste Video. So, das nächste Replay ist ein bisschen sehr weird. Wir spielen hier quasi Edenet 5 Flex, ne? Also zumindest im Gegnerteam. Wir sehen da einen Oberon und eine Lima. Und ich dachte mir, kann ich mithalten? Pick ich einfach meinen Dämon und der kam sogar durch. Und wir werden jetzt sogar sehen, dass der Dämon tatsächlich ab und zu hier noch useful sein wird. Aber ich meine, vielleicht spiele ich den auch in so einer Art und Weise, wo er vielleicht zu offensiv gespielt ist. Vielleicht muss man den mehr Bruiser-artig spielen, dass der quasi mehr Leben hat. Wir werden es gleich sehen. Erstmal gönne ich mir jetzt den Oberon. Ja, da ist Edna ziemlich gut für. Edna? Aha, wunderbar. Da ist der Oberon raus. Wir machen jetzt trotzdem den S3 von dem Belenus, um einfach die Defense Breaks auf Oberon und auf Laika zu treffen. Und jetzt wird natürlich Mr. Onimusha wird es jetzt erstmal wieder regeln. Ja, ich versuche hier den Oberon rauszunehmen. Und ja, an der Stelle, ich finde eigentlich persönlich, also bisher hatte quasi der Belzebub bisher noch nichts gemacht. Vielleicht nutze ich ihn auch irgendwie falsch, wenn ihr da bessere Ideen habt. Ich würde ihn eigentlich nur auf Schaden bauen. Ja, so und jetzt, wir werden aber gleich nochmal sehen, dass die letzte Fähigkeit von ihm durchaus ordentlich Schaden drücken kann. Also, dass der Passiv in Kombination mit der zweiten Fähigkeit ordentlich Schaden drücken kann. Sehen wir das jetzt nochmal? Mache ich jetzt hier Klingenschlacht und mache ich glaube ich nicht. Wir werden jetzt genau versuchen, den Laika rauszuholen. Und ja, also an der Stelle kann man den Laika einfach nur one-hitten. Also der ist ja schon klinisch tot sozusagen, ja. Zack, raus ist er. So, jetzt stirbt die Edna. Und jetzt werden wir gleich sehen, dadurch, dass der Belzebub sozusagen sehr low HP ist und irgendwie der Gegner also er hat es geschafft, den zu töten, allerdings werdet ihr gleich sehen, wir kriegen gleich, sobald jetzt einer unserer Verbündeten stirbt, also wie gesagt, wenn Belzebub auf dem Platz ist, der muss immer als letzter sterben, ne? Wenn jetzt einer meiner Verbündeten stirbt, egal wie er jetzt anstellt, dann kommt Belzebub wieder mit einem HP und dann hoffentlich werden wir nicht gecuttet, das ist ja immer so das Thema. Und wir werden es gleich sehen. Dauert ein bisschen. Ja, der Spieler hat nicht so richtig, weiß nicht so richtig, was er macht. Die ersten Fähigkeiten von den Orakeln sind alle dreimal besser, als was den Schaden angeht. Wir versuchen jetzt hier nochmal die Leime aus dem Leben zu holen. Da müssen wir erstmal wieder ausgeglichen haben. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich, dass vor allem die Juno mich halt auch mal tötet, dass man den mal sieht, was er so macht. Ne? Aber irgendwie jetzt ist die Juno daran, mich mal zu töten. Jetzt kommt er wieder mit 1 HP, zack. Und das ist der Moment, wo man jetzt auch so eine Juno rausnuken kann. Ne? Bumm, Edna kommt wieder. Dem Moment, so kann das mit Belzebub funktionieren. Aber das war auch eine Szene von mehreren. Also, schwierig.
So, in unserem nächsten Replay, da werden wir gleich nochmal sehen, wie, ja, wie wir erstmal vom First Turn von dem Moor hier runtergenommen werden, von was die Willisets angeht. Und jetzt werden wir gleich bei Belzebub erleben, zum einen, wie der richtig gut sein kann, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Überleben. Auf der anderen Seite allerdings auch dann wieder das Thema mit dem Reinkatten. Werdet ihr anscheinend recht häufig erleben. Ihr seht jetzt so, oha, der Poseidon hat nicht genug Schaden gehabt, wunderbar. Und jetzt können wir direkt einen rausnehmen. Und wenn wir jetzt einen rausnehmen, dann wird derjenige, der gerade tot ist, mit Full AP wiederbelebt. Das ist ja an sich ziemlich gut, ja. Wenn man jetzt natürlich den noch auf Vamp gehabt hätte, den Kollegen, dann wäre der wahrscheinlich auch mit mehr Leben dort. Also in dem Moment hatte ich den, glaube ich, auf ein Nemesis-Set umgeruht. Wir hatten eine Zeit lang, war der auch auf Vampir. Ich hatte dann überlegt, ne, ob ich vielleicht nicht auf Nemesis oder irgendwas mache, so als Überlegung. Aber also vom Ergebnis her war das alles beides irgendwie nicht so ergiebig. Ja. Und jetzt ist es halt so, jetzt warten wir halt so lange, bis wir ja letztendlich getötet werden. Und dann kommt ja unser Belzebub wieder, ja, und kann ja dann wieder Belzebub-Things machen. Aber das Problem, was ihr gleich sehen werdet, ist, dass Belzebub dann zwar wiederkommt, natürlich gecuttet werden kann, aber selbst wenn er eine Runde kriegen würde, ja, jetzt, ne, da sehen wir, er hat Vio geprockt und Belzebub macht einfach gar nichts. Also es ist halt, ne, also selbst wenn er jetzt eine Runde gekriegt hätte, was hätte Belzebub jetzt gemacht? Also ich meine, die zweite Fähigkeit war raus, die ist auf Cooldown und das war's, ja. Also ich glaube, an der Stelle wird es jetzt bloß noch ein Onimusha-Solo. Also auch der Rio wird uns jetzt hier nicht mehr wegmachen. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Wir werden das ganze Ding hier gewinnen. Und Rio oder Moore, wie er heißt, gewinnt das ganze Thema hier nicht mehr. Dank dem Onimusha. Aber Belzebub hat ja irgendwie nicht so viel Impact gehabt. So, in unserem nächsten Match hier hat der Gegner wieder so eine Combo, die wieder die erste Runde bekommt, aus welchen Gründen auch immer. Er hat keine AOE-Stripper dabei, also haben wir mit ganzen Wille-Runen schon mal gewonnen, weil er kann jetzt quasi nichts machen. Und er hat eine Fey, womit er den Schaden von dem S3 nicht so richtig steuern kann, was durchaus gut sein kann gegen Belzebub. Allerdings sieht man Fey sonst quasi nie. Ja, ja, jetzt seht ihr natürlich, dass hier jemand stirbt. Okay, leider hat Belzebub einfach gar nichts von dem Schaden abbekommen, macht aber nichts. Dann haben wir einfach unseren Onimusha, ne? Warum auch nicht? Der macht eh viel zu viel Schaden. Ist der übrigens eigentlich schon genervt worden? Weiß ich nicht. Also, ne, guckt euch das an, bumm. Aber gut, der Gegner hat doch kein Leben an sich. So, zack, jetzt haben wir natürlich geschafft. Okay, super. Wir haben jetzt natürlich hinbekommen, dass die Fey jetzt aus dem Leben gekommen ist und Edna wieder da. Ist natürlich ein Vorteil, allerdings für einen LD-Net-5. Fühlt sich das immer noch zu wenig an. Also, wenn die Fey wahrscheinlich ordentliche Runen gehabt hätte, oder wenn da keine Fey gestanden hätte, sondern ein ordentliches Monster, vielleicht so ein Rio, so diese typischen Meta-Monster, die man aktuell sieht, den Windwasser-Rio oder meinetwegen sogar den Feuer-Rio oder Okeanos oder was auch immer, Beast Rider, dann ist das natürlich viel schwieriger, die überhaupt aus dem Leben zu kriegen. Gerade gegen Beast Rider wahrscheinlich mit, ja, und dann sehen wir wieder, der Kollege stirbt jetzt wieder, müsste gleich wiederkommen mit der Bastet und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt sogar auch gleich sehen, jetzt generell ist jetzt auch die Frage gewesen für mich an der Stelle, was ich jetzt probiere ist, dass Belenus wirklich stirbt, also ich hätte sie jetzt das ein oder andere Mal auch schon töten können oder beziehungsweise ins CC nehmen können. Ich greife jetzt hier aktiv die erste Fähigkeit an, weil ich sehen will, jetzt wo wir quasi die dritte Fähigkeit einmal ausgelöst haben, in der Form, dass wir ja Edna eigentlich wiederbelebt haben, ist ja auch ein Teil des Passivas. Wollte ich wissen, ob jetzt der andere Teil des Passivas, nämlich der hier, der wo er jetzt gerade wiedergekommen ist, ob der jetzt auf Cooldown ist. Und das ist er anscheinend nicht. Also irgendwie scheinen diese Cooldowns da so zweigeteilt zu sein. Also wenn er quasi, wenn er wiederkommt, dann geht das Ding auf Cooldown. Wenn ein Verbündeter wiederkommt, dann irgendwie nicht. Und das wollte ich damit mal kurz zeigen. Edna ist wiedergekommen, ja, und ja, viel mehr war dann hier auch schon gar nicht zu sehen. War jetzt irgendwie kein krasses Dämon-Replay. In unserem nächsten Match haben wir so ein kleines Duell gegen den Lukas an der Stelle. Und der Kollege scheint mit seinem Leo irgendwie nicht zu wissen, wie man gegen den Dämon spielt. Zumindest hat er ihn zuerst gehittet. Aber ihr seht jetzt mal, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ihr seht jetzt mal, wenn der fast Full AP ist, wie viel Schaden er dann drückt. Ich meine, das sah jetzt recht viel aus. Allerdings habe ich den Schaden noch auf einem Lichtmonster gemacht und auf einem potenziellen Damage-Dealer. Auf Tanky-Units macht das wahrscheinlich eher weniger. Und man sieht, ich habe mir selber auch HP geopfert. Sodass, ja, jetzt stehe ich quasi da mit dem Dämon und habe irgendwie nichts gemacht, ja. Wir werden jetzt aber gleich irgendwas ganz anderes sehen, nämlich das wirkliche Spotlight hier, habe ich das geheime Spotlight, nämlich das jetzt hier. eventuell ist das ein Kaki-Spotlight, habe ich den Eindruck, ja, jawohl, da kommt noch der Vio-Proc und so kann ein Net 4 ausrasten, ja, und das andere daneben ist übrigens, also das dunkle Monster ist das Net 5 gewesen, ne, nicht der Tode.
Wolltest du nochmal sagen, falls der jemand nicht mitbekommen hat? So, in dem Replay sehen wir jetzt gleich wieder sehr weirden Anfang für Fighter 3, ne? Der Kaki outspeedet alle. Also klar, dass er mich outspeedet, war ja auch die Strategie. Aber dass er dennoch mit der Klingenschlachtung sofort reingeht und so confident ist, als ob er hier quasi mein gesamtes Team rausholen würde. Ja, oder er kennt halt Beelzebub nicht, weil dann passiert das hier. Wir holen die Vanessa raus. Das ist die zweite Fähigkeit, die sehr stark sein kann, ja. Und jetzt ist natürlich so, wir haben Kodan auf der zweiten Fähigkeit. Allerdings der Passiv ist noch aktiv. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich gleich unseren Beelzebub verlieren. Wenn ich den auf einem Vampir-Set hätte, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe den auf einem Nemesis-Set, glaube ich, gehabt zu dem Zeitpunkt. Genau, man sieht es auch gerade, da kommen mal die Attack-Leisten hoch. Wahrscheinlich macht das nicht so viel Sinn. Vielleicht ist wirklich Vampir the way to go. War nur so ein Testbild mal, um zu testen, ob das auf Nemesis irgendwie mehr Sinn macht, weil der ja sowieso immer 4 Leben verliert. Ja. An der Stelle war der Test wahrscheinlich nicht so glücklich. Ne? Hier hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme haben können, wenn wir einfach auf Vamp gewesen wären. Ja, und jetzt holt uns wahrscheinlich Kaki gleich aus dem Leben. Zack, zack, wunderbar. Und wir holen Kaki aus dem Leben. Das ist jetzt hier One für One, so ein bisschen wie im Schach. Ja, wir holen den einen Bauern raus, er für uns jemanden. Und jetzt warten wir quasi darauf, dass gleich sehen wir, also zum einen haben wir gleich die Stärke gesehen von Beelzebubs zweiter Fähigkeit und gleich werden wir auch sehen, wenn er jetzt sozusagen die zweite Fähigkeit wieder auf Cooldown hat und unser Verbündeter hier gleich mal abnippelt, ja, also der Okeanos wird jetzt gleich wahrscheinlich der nächste sein, der hier ins Gras beißt, dann wird Beelzebub wieder da sein und aber nur sehr, mit sehr begrenzten Leben. Hier hatte ich gerade ein bisschen Luck eventuell, dass ich die Rika da irgendwie gestunt bekommen habe und dass sie auch nicht nochmal rausprockt. Sonst wäre vielleicht ganz anders ausgegangen hier, ja. Und die Animation von Okeanos, ne? Bruder, meine ich schon wieder. Also diese ganzen Animationen, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich persönlich finde, die Animationen müssen wieder raus. Also ich weiß nicht, warum kommt das immer noch mehr Animationen künstlich dort einbaut. Ich finde, die Matches dauern so schon lang genug. Ich kann natürlich das Ganze aus so einer Kommentatorenperspektive irgendwie verstehen, wenn man daraus so eine Art E-Sport machen will, dass man weil die Kämpfer doch irgendwie manchmal auch recht kurz sein können, aber sollte man die wirklich mit solchen Animationen hochziehen? Wie dem auch sei, Beelzebub ist wieder mittlerweile da. Ich wollte nur die Zeit überbrücken, das wurde gekriegt. Jetzt ist er wartet auf Cooldown, wie wir gerade sehen. Ne? Also jetzt ist der passive Cooldown, weil er ja gerade geprockt ist und die zweite Fähigkeit hatten wir erst benutzt mit ihm. Die ist auch schon wieder auf Cooldown. Warum eigentlich? Also, ja, gut, natürlich, weil er tot war die ganze Zeit und der Cooldown im Hintergrund nicht mitzielt. Und jetzt, ja, der ist auf Attack, Crit, Damage, Attack, by the way. Aber ist natürlich, wenn die erste Fähigkeit kein Death-Ignore ist, stirbt er hier an der Stelle einfach nur weg. Ja, und ja, wir gewinnen das Match dann an sich durch andere Mechaniken, nicht durch Beelzebub unbedingt, ja, aber durch andere Mechaniken, ja. So, das soll es auch mit dem kleinen Beelzebub-Test gewesen sein. Wenn euch solche Monster-Tests generell oder so eine Monster-Videos an sich gefallen, dann checkt unbedingt auch mal meine restlichen Videos auf dem Kanal aus. Wir haben noch so eine kleine Monster-Guide-Serie, die ihr vielleicht entweder schon gesehen habt oder noch nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon verschiedene Monster-Familien einmal durchgeklickt. Die kann ich euch gerne nochmal hier in der Videobeschreibung beziehungsweise oben in der Infocard verlinken, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.